Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Fully Modded Parkbauprojekt in Jurassic World Evolution. Aber ihr seht sogar gerade schon einen kleinen Manko von den Mods, die können hier leider teilweise so ein bisschen durch diese Baumstämme und so durchlaufen. Das könnt ihr glaube ich jetzt hier auch gleich nochmal sehen. Nö, hier passt das sogar. Das ist aber halb so wild. Ja, das Ganze ist bei euch mega gut angekommen und das freut mich natürlich sehr. Und ihr habt richtig tolle Namensvorschläge hier für unsere ersten Bewohner unseres Parks in die Kommentare geschrieben. Es waren auch mega viele, es waren über 100 Stück. Deswegen habe ich das Ganze einfach mal ausgelost, damit es ein bisschen fairer ist. Und ich würde sagen, ich spanne euch jetzt gar nicht lange auf die Folter. Der Rote hier hat nämlich den tollen Namen Gigala bekommen. Und daraufhin schreit er erstmal hier schön für uns. Und der Gelbe bzw. Goldene hier hat den Namen Goldzahn bekommen. Also zwei sehr schöne Namensvorschläge und auch dieser schreit für uns. Wundervoll. Ich liebe es. Ich mag das richtig gerne, das neue Gehege. Oder das erste Gehege hier. Kann ich mir stundenlang anschauen. Aber wir wollen natürlich jetzt heute auch noch ein bisschen weiterbauen. Denn es steht einiges an. Wir müssen hier vorne so ein bisschen den Besucherbereich gestalten. Dass die Besucher die Möglichkeit haben, auch die Gigas dann zu beobachten. Und ich will auch auf jeden Fall den nächsten Dinosaurier in dieser Folge freilassen. Das ist zumindest das Ziel. Und da habe ich mir auch schon so ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das Ganze gestalten möchte und so, damit es ein bisschen jetzt vorangeht. So müssen wir jetzt hier, glaube ich, ein bisschen alles glätten. Das können wir gleich dann auch wieder ein bisschen unebener machen. Aber wenn ich jetzt gleich hier Gebäude platziere, dann wäre es ein bisschen doof, wenn die... Weiß nicht, mache ich das jetzt auf eine Höhe hier? Ich glaube schon. Kriege ich später Probleme. Ja, wenn das hier uneben ist, dann kriegt man halt so Ecken und Kanten rein, wenn man dann die Gebäude platziert. Deswegen muss man am besten immer erst ein bisschen überglätten. Hilft auf jeden Fall. Ich mache hier natürlich so ein paar Türmchen hin. Ich denke mal, zwei Stück sollten reichen, um die Gigas gut beobachten zu können. Ich versuche, die möglichst nah ran zu platzieren. So ungefähr, das ist super. Und den zweiten Turm, den mache ich. Also ich könnte ihn entweder direkt daneben machen, aber ich glaube, ich mache den so ein bisschen versetzt nach hier hinten. Das ist, glaube ich, relativ interessant. Auch ungefähr mittig gerade, schön heran. So, super. Haben wir schon unsere zwei Türme platziert. Und hier können wir dann später wieder alles nochmal so ein bisschen überglätten, damit die Übergänge passen und so. Aber das sind alles so Feinheiten, die kann man dann später machen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Okay, perfekt. Die neue Wegemod hier, die habe ich ja selber erstellt. Die werde ich für euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung dieses Video verlinken. Dann könnt ihr die auch mal ausprobieren. Da sind halt drei verschiedene Wege. Einmal dieser hier. Das ist so ein rustikaler Weg. Das Wort ist mir letztens übrigens nicht eingefallen. Aber ihr wusstet sicherlich, was ich meine. Dann haben wir hier den normalen Weg. Und einmal hier den teuren Weg. Habe ich selbst erstellt. Lade ich für euch hoch. Dann könnt ihr die auch benutzen. So, wir benutzen aber jetzt, glaube ich, hier an dieser Stelle erstmal den teuren Weg. Den finde ich nämlich ganz cool. Dazu mache ich mal eben hier so einen Strich. Ich glaube, ich glätte hier erstmal nochmal ein bisschen mehr über. Ich habe mir schon wieder was Cooles überlegt für einen neuen Dinosaurier. Wieder was ganz Besonderes, was ich so noch vorher nie gemacht habe. Also lasst euch gleich überraschen. Dann müssen wir jetzt hier die Wegverbindung einigermaßen gut hinbekommen. So. Möglichst nah will ich hier ran. An das Gebäude, was wir hier schon haben. Na, so ist eigentlich ganz in Ordnung. Und das Ganze müssen wir einmal hier vorne auch machen. Möglichst nah ran. Also super. Perfekt. Okay, das passt. Und jetzt möchte ich hier eine schöne Verbindung schaffen. Schön abgerundet. Zwischen diesen beiden Türmen. Das sieht doch super aus. Und jetzt müssen wir hier einen vernünftigen Abschluss hinbekommen. Das mache ich, glaube ich, mal eben, indem ich hier nochmal eine Linie ziehe und dann hier nochmal so ein Zwischenstück. Möglichst gerade und jetzt können wir das entfernen. Und das sieht doch super aus. Das machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Weil das hier ein bisschen schwieriger wird. Aber wenn es nicht ganz passt, dann ist es auch in Ordnung. Das kommt, glaube ich, aber sogar hin. So und so. Dann haben wir da nämlich schon mal das Stück soweit abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal eben gucken, weil ich möchte hier später so ein paar Lampen zwischen machen. Das könnte, glaube ich, ganz cool aussehen. So hier so hin. Deswegen müssen wir mal eben gucken, wie wir das mit dem Abstand jetzt hier gleich regeln. Damit wir hier noch Lampen vernünftig platzieren können.
So ungefähr. Daran müssen wir uns natürlich jetzt ein bisschen orientieren. Ich mache jetzt hier mal so ein paar Zwischenstreben rein, ungefähr auf dieser Höhe. Dann müssen wir gucken, dass das möglichst gleichmäßig ist, damit wir da gleich auch noch ein paar mehr Lampen zwischen platzieren können. So, das ist super. Ich glaube, die Position hier von der ersten Lampe gefällt mir schon nicht. Muss ich mal gucken, dass ich die noch wegkriege. Ja. So, und hier kommt dann, glaube ich, die erste Lampe hin. Würde ich fast sagen. Wir werden relativ viel mit diesen Lampen arbeiten. Weil dann können wir später auch mal den Park bei Nacht ein wenig uns anschauen und genießen. Darauf freue ich mich schon. Isla Pena ist ja sowieso eigentlich eine relativ dunkle Insel. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier möglichst elegant hinkriegen. Das mit den Wegen in Jurassic World Evolution ist ja immer so ein bisschen, ja, kniffelig und unterschiedlich. Immer so ein bisschen random hier. Aber, ja, es macht rein gar nichts. Wir natürlich jetzt auch versuchen, hier möglichst gleiche Abstände zu haben. Wenn ich jetzt hier, glaube ich, nochmal eine Lampe hinmache, ist der Abstand schon, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, möglichst nah ran. Hier mache ich dann natürlich das auch wieder so dicht, wie ich es gerade eben gemacht habe. Hier ist es natürlich schöner, ne? Hier ist es schön viereckig. Ah, das geht aber eigentlich. Ich glaube, ich werde dann auch hier nochmal den Schiefer, glaube ich, untermachen. Ne, das ist Fels. Das ist Schiefer. Das sieht doch eigentlich ganz cool aus, wenn dann hier die Lampen zwischen sind. Sieht ein bisschen interessanter aus, der Weg. Ich werde das einmal jetzt hier komplett durchziehen und dann bringe ich euch zurück. Die Lampen stehen jetzt alle hier. Einmal alle in der Reihe. Sind jetzt nicht alle ganz gleichmäßig so von der Entfernung und ja von diesem Drumherum, aber das geht halt auch leider nicht besser. Aber ich bin schon sehr zufrieden damit. Ich glaube, es wird später bei Nacht sehr cool aussehen, wenn man dann da so Lampen zwischen hat. Wir müssen jetzt natürlich noch überlegen. Hier werden auf jeden Fall noch einige Shops und so hinkommen. Aber ich glaube, ich möchte erstmal das nächste Gehege planen. Weil das soll auch irgendwo hier vorne hinkommen. Warte mal, können wir das hier? Das kriegen wir gar nicht richtig entfernt. Da müssen wir, glaube ich, nochmal hier einen Weg abgehen lassen. Müssen wir nochmal eben schauen, dass wir das so machen. Okay, dann kriegt man es ein bisschen besser hin. Den Weg dürfen wir auch gar nicht zu weit hier noch führen. Fällt mir gerade mal auf. Weil da vorne dürfen wir nicht vergessen. Hier vorne ist natürlich noch das Tor, wo dann später die Ranger-Teams und so durch müssen. Da sollen natürlich dann auch keine Besucher unbedingt rumlaufen. Aber wir könnten hier den Weg eigentlich noch weiter abführen. Nicht so geschwungen in diese Richtung. Zwei breit. Finde ich, glaube ich, nicht schlecht. So, das sieht doch super aus. Müssen dann natürlich auch noch schauen wegen der Höhe hier. Normalerweise müssten wir hier so ein bisschen runtergehen. Ich will hier eigentlich das nächste Gehege noch hinpacken irgendwo. Hier könnte man dann den Weg langführen und Besuchereinrichtungen noch machen. Hier könnten vielleicht noch Besuchereinrichtungen hin. Sowas wie Toiletten. Die, glaube ich, relativ klein und auch sehen cool aus, weil die sehr modern sind vom Gebäudestil her. Guck mal, hier könnten wir sogar Toiletten gleich noch hinpacken. Ja, aber ich will erstmal das Gehege planen, das nächste. Das soll nämlich hier hinkommen. Das wird ein relativ kleines Gehege. Wie mache ich das denn? Ich müsste diesen Weg noch weiterführen. Machen wir mal ungefähr so. Weil hier wird das Ganze abgehen. Da werde ich mal was Neues ausprobieren. Ich mache jetzt mal hier so einen größeren Weg. Parallel ungefähr zu dem Weg, den wir da gerade hatten. Aber glaube ich, hier noch ein bisschen entfernt und zu sehr entfernt will ich auch nicht gehen. Ihr könnt euch halt wahrscheinlich gerade noch gar nicht vorstellen, was ich vorhabe. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber es wird schon klappen. So, jetzt haben wir schon mal hier den Grundriss. Das ist gut. Jetzt müssten wir hier einen schmalen Weg abgehen lassen. Nach hier. Das muss möglichst gleichmäßig aussehen dann. Wunderbar. Das sieht doch schon mal gut aus. Gut, die Höhenunterschiede hier sind natürlich jetzt noch bisschen problematisch. Ich muss das alles glatt sein, zumindest das Gehege. Wird das später alles nicht klappen. Ich mache das mal auf diese Höhe und dann müssen wir mal hier gucken, wie wir das machen mit den Übergängen. Weil alles auf eine Höhe packen hier werde ich nicht schaffen. Ich muss das alles ein bisschen
mit Höhenunterschieden später machen, weil sonst, wenn ich jetzt alles auf diese Höhe anhebe, wird das hier hinten nämlich doof später aussehen vom Übergang. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Ja, hier soll dann das nächste Gehege hin. Meint ihr, wir kriegen hier noch ein Gebäude vor? Das wäre cool. So ein Café könnte man hier noch hinmachen. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Machen wir mal so ein Café hin. Jetzt müssen wir mal gucken, wie nah wir da mit dem Zaun noch rankommen. Das sieht aber gar nicht schlecht aus. Okay. Das Jurassic Café ist auch ein schönes Gebäude. Das passt hier gut zu den Wegen, muss ich sagen. So, das ist schon mal sehr gut. Müssten wir eigentlich hier schon... was machen wir denn hier für eine Gehegeform hin? Da bin ich mir auch noch unsicher. Vielleicht können wir da echt so was Cooles, Geschwungenes machen. Wenn wir eigentlich auch schon bis zum Parkrand gehen, das muss jetzt auch gar nicht so klein sein. Okay, das finde ich ganz interessant, die Form. Die ist cool. So, und ja, das soll sowas wie, ja, so ein begehbares Gehege werden. Falls ihr wisst, was ich meine. Weil hier muss ich jetzt nochmal ganz viel mit Lampen arbeiten. Und da sollen dann kleine Dinos reinkommen, so streichelzoo-mäßig. Das ist so zumindest die Idee dahinter. Ob das Ganze funktioniert, weiß ich nicht. Müssen wir gleich testen. Ich hoffe, es funktioniert. Ich habe halt Angst, dass die dann später ausbüchsen. Ich muss halt jetzt gucken, dass hier wirklich diese ganzen Lampen, die ich jetzt platzieren muss, wirklich nah dran sind, aneinander, so nah wie es geht. Gerade hier in solchen schrägen Ecken. Also ich muss jetzt hier wirklich einmal komplett drumherum arbeiten und hoffen, dass dann die Dinos, die da reinkommen werden, später nicht ausbüchsen können. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Perfekt, es hat geklappt. War jetzt hier noch so ein bisschen frickelige Arbeit, aber so soll das Ganze dann später aussehen. Das werde ich gleich hier auch nochmal wiederholen. Und dann können die Besucher sozusagen hier reingehen und direkt im Gehege sein und nochmal die kleinen Dinos eventuell sogar streicheln und anfassen. Und im besten Fall können dann die Dinos hier auch nicht ausbüchsen oder sowas. Ich glaube, das könnte echt cool und interessant werden. Und ihr fragt euch sicherlich, welche Dinos da reinkommen werden. Das werdet ihr jetzt schon sehen, weil wir müssen natürlich testen, ob das Ganze funktioniert. Und in dieses Gehege kommt der Psittacosaurus. Das ist auch eine relativ neue Mod. Ich kenne den Psittacosaurus tatsächlich aus The Isle. Das ist einer der Beutedinosaurier. Vorher kannte ich den auch nicht. Finde ich aber sehr cool. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Mod an. Ich habe sie vorher mir auch noch nicht angeguckt. Halt nur auf den Screenshots auf der Mod-Seite. Aber der Plan ist es, dass der dann hoffentlich in dem Gehege bleibt. Oh, wie süß! Der ist ja mega gut gemacht, so auf den ersten Blick. Cool. Sehr cool. Schauen wir mal ganz kurz hier ganz nah rangezoomt. Schauen wir uns den mal an. Also der hat eine sehr gute Auflösung. Hat eine echt interessante Körperform. Doch hinten diese Büschel oder Puschel. So ein paar Borsten. Finde ich mega cool. Also denke ich mal, ein toller Dinosaurier für so einen Modded Jurassic Park. Den werde ich jetzt mal rüberbringen und dann testen wir mal, ob der da ausbüchst oder nicht. So, er landet jetzt gleich hier in unserem begehbaren Gehege. Ich platziere mal hier vorne einen Pflanzenfutterspender. Wenn er dann da wirklich raus will, dann sollte er eigentlich ausbüchsen, weil er ja Hunger haben sollte. Wir beobachten ihn jetzt mal. Bin sehr gespannt. Find die Mod übrigens mega. Die ist richtig cool. Wenn er jetzt da drin bleibt, das wäre heftig. Dann haben wir ein richtig cooles begehbares Gehege. Dann ist meine Idee aufgegangen. Wir müssen mal schauen, wie wir das nachher machen mit diesem hohen Gras. Ich will ja eigentlich gucken, dass hier in dem Gehege dann nicht zu hohes Gras ist, weil der halt relativ klein ist. Wobei, es geht noch. Der ist übrigens, habe ich schon gesagt, ich weiß es gar nicht, der ist für den Homo oder Homalocephale in das Spiel gekommen. Er scheint aber gerade keine Anstalten zu machen, auszubüchsen. Weil normalerweise wäre es so, er hat ja vollen Hunger wahrscheinlich.
ja, Nahrung und Wasser. Und normalerweise wäre es so, dass er hier auf jeden Fall raus will, wenn er es könnte. Machen wir hier auch noch Wasser hin. Also ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen beobachten, aber ich glaube, das klappt. Das ist ja mega cool. Ich hoffe dann auch, dass später die Leute dann auch hier reinlaufen. In deren Beobachtungsgalerie sozusagen. Das wäre dann mega. Aber eigentlich schon. Also ich gehe davon aus, dass sie das machen werden. Sie sollten sich ja auch eigentlich nicht bedroht fühlen, weil halt diese Lampen eine Barriere bilden. Was ja sehr witzig ist. Es scheint echt zu funktionieren. Ach, cool. Ja, dann würde ich sagen, können wir weiterbauen. Ja, wir brauchen auf jeden Fall gleich auch noch ein Buttergewächshaus dann. Und da müssen wir mal schauen, was denen so schmeckt. Und das packen wir dann da am besten rein. Wir müssen auch noch hier einen Zaun reinbauen. Also einen Zaun, ein Tor meine ich natürlich. Ein Tor reinbauen und ein bisschen Wasser, ein bisschen trinken. Aber erstmal muss der jetzt hier weg. Ich kann leider die Hotkeys komischerweise nicht benutzen, deswegen muss ich das immer so machen. Ich werde den jetzt hier erstmal verkaufen. Das wäre so am einfachsten. So, und ich will auch gucken, dass wir hier trotzdem noch so ein paar Höhenunterschiede drin haben. Finde ich nämlich gar nicht verkehrt. Weil hier geht es ja später auf jeden Fall so ein bisschen hoch. Vielleicht kriegen wir das ja auch hin. Hier so ein wenig geschwungen aussieht das Gehege. Echt cool. Man kann ja auch immer die Stärke einstellen. Damit arbeite ich immer viel zu selten, glaube ich. Ich arbeite irgendwie immer auf voller Stärke. Sollte ich mir vielleicht mal angewöhnen, dass ich das auch öfter mache. Okay. Sehr schön. Das sieht doch super aus hier schon. Ich würde hier gerne den Übergang noch ein bisschen glatter hinbekommen. Der nicht so steil aussieht. Aber es sieht eigentlich ganz gut schon aus. Ja, das ist ganz cool, dass es da so hoch geht. Hier kann es dann ruhig so ein bisschen gerader sein oder glatter sein. In der Mitte. Und hier auf der Seite kann es dann so ein bisschen runtergehen. Das wäre perfekt. Haben wir so ein bisschen so ein schräges Gehege geschaffen. Aber wir müssen halt hier gucken, dass wir es auch nicht zu sehr uneben machen, weil hier muss noch Wasser zum Beispiel hin und Wasser kann man halt auch nur auf einer geraden Fläche platzieren. Mit dem Baum hier weg. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt hier auf jeden Fall Wasser. Einen Futterspender haben wir hier. Machen wir hier das Wasser hin und dann sollte das eigentlich passen. Das mit dem Wasser habe ich jetzt hinbekommen. Das ist jetzt hier wunderschön am Rand. Mal gucken, ob wir das später noch mit so einem Fluss übergehen lassen oder sowas. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber ich bin schon sehr zufrieden damit. Jetzt haben wir auch so ein paar Höhenunterschiede im Gehege drin. Weil hier geht es zum Beispiel nochmal so ein Stückchen runter. Hier geht es dann so ein Stückchen hoch. Das ist ganz cool, aber das müssen wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen gestalten, das Gehege. Ich mache hier, glaube ich, mal so einen schönen Felsen rein. Und jetzt gucke ich mal, dass ich hier noch den Baumstamm von vorhin reinkriege. Schön an den Rand oder so, damit es nicht so ins Wasser. Ich mache den, glaube ich, mal hier an den Rand. Ich kann leider nicht ganz nah rangehen an den Zaun, das ist sehr schade. Aber so ist doch auch schon mal nicht schlecht. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und jetzt noch ein Baum dahin, das wäre ideal. Oh, perfekt. Der Baum ist super. Wenn ich jetzt hier noch einen hinkriegen würde, das wäre super. Das klappt leider nicht. Aber wir machen hier die Büsche auch wieder weg. Ich will jetzt hier echt nicht so sehr übertreiben mit den Büschen. Ich versuche auf jeden Fall nochmal, das war der falsche, diesen Baum irgendwie hier unterzubringen. Schon wieder leider absolut nicht klappt. Schade, dass es keine Mod gibt, die diese Baubegrenzung entfernt. Das wäre cool. Naja, machen wir den halt so in den Hintergrund. Das ist ja auch nicht verkehrt. Vielleicht können wir dann doch noch hier einen zweiten Baumstamm hinmachen. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Felsen blockiert er leider auch gerade. So, jetzt haben wir hier zwei so Baumstämme. Machen dann hier noch ein paar Pflanzen oder so hin. Die muss ich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen überglätten. Versuch's zumindest. So. Nur aufpassen, dass das Wasser nicht verloren geht. Das ist ganz wichtig. Okay. So ist, glaube ich, schon ein bisschen schöner. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Wenn wir jetzt hier noch ein paar Blümchen hinbekommen, dann sollte das relativ... Ah, da war gerade eine gelbe Blume. Gib sie mir wieder. Ah, komm. Ich glaube, wir machen es doch ein bisschen grüner und
belebter, damit es freundlicher aussieht einfach. Auch wenn die sehr klein sind. Ja, so sieht es schöner aus, definitiv. Ja, das ist super. Wenn wir schon keine Bäume machen können, dann machen wir wenigstens Büsche. Büsche und Blumen. Ja, warum nicht? Machen wir hier ordentlich bepflanzt alles mit Büschen. Das ist doch ganz schön. Hier vielleicht noch den einen oder anderen Busch hin. Ja, da kriege ich hier keine Blumen hin, aber vielleicht normale Büsche, ja. Okay. Damit bin ich zufrieden. Damit gebe ich mich auf jeden Fall zufrieden. So sieht das Ganze jetzt aus. Ist doch nicht schlecht. Vielleicht machen wir dann hier später noch drumherum ein paar Bäume oder so. Dann sieht das bestimmt ein bisschen mehr bewaldet aus. Weil wir kriegen halt hier rein platziert leider keine weiteren Bäume. Kriege ich wahrscheinlich auch keinen Stamm mehr hin. Ne, leider nicht. Leider nicht. Egal, so bleibt jetzt das Gehege. Ich bin eigentlich zufrieden damit. Sieht cool aus. Ist natürlich schade, dass man immer diese Begrenzung und sowas hat. Aber für so ein begehbares Gehege ist das schon ziemlich cool. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich würde sagen, wir müssen... Ah, wir müssen noch das Tor da reinmachen. Wo ich das vergesse. Eieiei, das habe ich da gar nicht bedacht. Könnte hier nochmal ordentlich was zerstören. Ja, hier könnte ich das auch noch hinmachen, aber ich glaube, irgendwie zerstört mir das Bild. Ich frage mich gerade, ob es nicht kluger wäre, es einfach so zu lassen und zu versuchen, ob man hier den Futterspender auch von außen ausfüllen kann. Also von hier. Mit dem Jeep. Im Zweifel. Oder von hier hinten. Weil die Dinos, wenn ich die mal betäuben oder so muss, kann ich das ja auch durch den Zaun machen. Dann bräuchte ich hier nämlich gar kein Tor. Das wäre eigentlich fast am idealsten. Ich würde fast sagen, dass wir mal ganz kurz hier... Ich glaube, ich verbinde auch mal eben hier den Weg, dass eventuell schon Besucher dorthin gehen, zu unseren anderen Dinos. Weil ich möchte auch gucken, ob die Plattform, die ich hier gebaut habe, auch benutzen können. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool, wenn es gehen würde. Ich hoffe, da kommen jetzt gleich ein paar Leute an. Weil den Eingangsbereich, ich weiß gar nicht, wo ich den hinmache, aber den müssen wir wahrscheinlich mit so einem Ankunfts-Helipad in diesem Strohdesign später machen. Da machen wir dann wahrscheinlich irgendwie so einen schönen Hotelkomplex oder so. In diesem Design. Müssen wir da mal schauen. So, Gewächshaus brauchen wir gleich nochmal eben. Und eine Ranger-Station, damit wir das mal eben ausprobieren können. Da platziere ich jetzt einfach alles mal erstmal hier vorne hin. Und ja, das ist halt alles vorläufig hier. Nur das sind nur die Gebäude, die ich gerade brauche. Wegen den Funktionen. Die Gebäude sind jetzt fertig und ich habe jetzt hier mal Pflanzen angebaut, die bevorzugt werden von den, Pachycephalosauridae. Weil ich gehe mal davon aus, dass der Homalocephale dazu gehört, oder? Der hat ja auch so eine Schädelplatte im Kopf und ist relativ klein, weil ich wüsste nicht, wo er sonst zugehört. Falls ich jetzt falsch liege mit Pachycephalosauridae, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Dann werde ich das definitiv noch verbessern. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es funktioniert, weil ich bin eigentlich schon sehr zufrieden mit dem Gehege. Sieht ganz cool aus. Hätte ein paar mehr Bäume vertragen können, aber das ist ja leider nicht möglich. Jetzt schauen wir mal eben, dass wir hier die Pflanzen auswählen. Das sind die drei, die ich angepflanzt habe. Die sollten dann perfekt für Pachycephalosauridae sein. Und dann fahren wir mal ganz kurz selber los. Da bin ich echt gespannt, ob das Ganze funktioniert. Jetzt sieht man auch nochmal die Wege ganz cool. Ich finde, die sind schon ganz gut geworden. Falls ihr auch mal irgendwie einen Wunsch oder sowas habt, was ich für Wege in das Spiel machen soll, könnt ihr das gerne schreiben, weil das geht echt relativ einfach, wenn man das einmal gemacht hat. Ich weiß, ihr wollt alle, dass ich euch... Oh, das hat schon geklappt. Wegen Sandbox. Muss man da gar nicht hinfahren im Sandbox-Modus? Aber ich glaube, ich könnte das von hier auffüllen, oder? Was meint ihr? Ich glaube schon. Und hier kann ja auch alle Dinosaurier dann betäuben oder behandeln, je nachdem. Ich glaube, ein Torwehr brauchen wir ja nicht im Gehege. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich frage mich echt, ob die Besucher dann gleich hier reinlaufen werden oder nicht. Werden wir aber nur herausfinden, wenn wir jetzt mal hier Dinos reinmachen. So, es sind jetzt hier einige fertig. Lass mal den ersten frei. Das ist so niedlich. Das ist jetzt der Standard-Skin. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie der auch läuft. Mega. Ganz tolle Mod. So, ich weiß gar nicht, wie das mit den anderen ist. Ob die von der Farbe her anders aussehen, die Skins. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Wäre natürlich cool. Ach, tun sie tatsächlich. Oh, nice.
Jetzt Alpin. Gar keine Musik. Frech. Aber manchmal will das Spiel nicht. Oh, der ist auch voll schön. Schaut mal. Der hat auch so weiße Borsten. Das ist aber cool in so einem Streichelzoo, dass wir ein bisschen Abwechslung haben. Das ist jetzt Regenwald. Wow, der sieht auch cool aus. Mega coole Mod. Ist natürlich auch wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Jede Mod, die ich hier in meinem Park benutze, verlinke ich für euch. Also macht euch da keine Sorge. Und dann haben wir noch Dschungel. Es kommen gleich auch noch weitere. Die muss ich aber gleich erstmal ausbrüten. Ich zeige euch die jetzt alle einmal und dann werden wir wahrscheinlich irgendwie 10, 12 Stück darüber packen. Ich weiß es noch nicht. Sollen natürlich viele sein. Ist ja ein Streichelzoo. Der sieht auch mega cool aus. Hammer. Okay, wir können die mal kurz beim Fressen beobachten. Das würde mich auch mal interessieren. Oh, die fressen ja süß. Strecken sich aus und kommen gerade mal so da oben an, obwohl das nur der kleine Pflanzenfutterspender ist. Oh, niedlich. Zwei Skins gibt es jetzt noch, nämlich einmal das Steppenmuster. Schauen, wie das aussieht. Ist auch cool, das ist so lila drin. Sieht man leider nicht gerade gut wegen der Schattenseite. Jetzt sieht man es ganz gut. Aber ist gar nicht so lila, das ist so doch so ein bisschen lila-rot. Sieht aber auch mega schön aus. Und das letzte, das ist das Sumpfmuster. Ich habe mir übrigens überlegt, dass wir insgesamt 12 Stück machen werden, weil es sind 6 verschiedene Skins. Und wir machen einfach von jeder Farbe oder von jedem Skin 2 Stück. Ich hoffe, das ist nicht zu viel, aber ich will auch nicht zu wenig machen. Ist halt ein Streichelzoo. Der sieht auch mega cool aus. So rot und gelb kombiniert. Cool. Dann lasse ich mal die anderen frei und dann bringen wir die mal alle rüber. Während jetzt hier im Hintergrund die letzten Dinos gerade gebracht werden, platzieren wir hier vorne, glaube ich, nochmal so ein Schild hin. Gerade schon geguckt. Da ist wahrscheinlich am besten das Pachycephalosaurus-Gehegeschild. Das passt wahrscheinlich... Entschuldigung, das passt wahrscheinlich am ehesten. Gehe ich zumindest von aus. Frage ist, wo packen wir das hin? Ah, wir können es... Oder hier vorne anzauen? Ich glaube, hier vorne mache ich das hin, so schräg. Ist nicht schlecht. Können wir das zwei von machen? Oh, warum nicht? Sieht doch ganz cool aus. Ja, ich habe noch niemanden leider hier reinlaufen sehen. Man kann hier in dem Spiel leider die Besucher auch nicht tragen. Und mal gucken. Ist halt jetzt so ein bisschen Glückssache. Ich habe auch sehr wenig Besucher noch im Zoo oder im Park. Das wird sich hoffentlich noch ändern. Und dann gehen die... Oh, gehen die jetzt hier vielleicht rein? Ne, abgedreht. Schade. Die haben nur angetäuscht. Wäre natürlich fail, wenn das Ganze jetzt nicht funktionieren würde, ne? Jetzt haben wir hier sowas Schönes gebaut, aber wenn es dann nicht funktioniert am Ende... Wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir haben leider wieder ein bisschen weniger geschafft, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte, weil ich wollte ja eigentlich noch ein paar mehr Gästeanlagen und so bauen. Aber ich nehme jetzt schon ein bisschen länger auf, deswegen werde ich jetzt hier erstmal die Folge beenden. Das war es auf jeden Fall mit der heutigen Folge. Wir haben jetzt hier ein schönes, begehbares, kleines Gehege gebaut. Ich bin auch sehr zufrieden damit. Mit Cetacosaurus. So heißt der, glaube ich, ne? Cetacosaurus. 12 Stück. Ich finde auch 12 ist nicht zu viel, weil die sind ja sehr, sehr klein. Und die können sich auch gut verstecken da hinten im hohen Gras. Finde ich nicht schlecht. Wir gehen nochmal ganz kurz hier in diese Perspektive, würde ich sagen. So wäre man dann als Besucher. Also man wird dann... Ja, hier ist auch noch nicht perfekt übergeglättet, aber das macht ja auch nichts. Hier würde man dann so reingehen. Hier kann man die dann beobachten und auch wirklich nah rangehen an die. Was ich ziemlich cool finde. Hier sind überall welche. Mega interessant. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Gehege findet. Ob ihr das cool findet. Ob ich dann nochmal irgendwas ändern soll oder so. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Und denkt auch dran, wir haben wieder 12 neue Dinosaurier. Wisst, was das heißt? Ihr könnt tolle Namensvorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch hier in meinem fully modded Park, den ich hier baue. Ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.